das ist, was ihr wollt. Okay, gegen das sollten wir auf jeden Fall uns buffen. Fragt nur. Ich habe auch sicherlich jemandem Schutz vor Lebenskraft in Zug gegeben, oder? Ich kann jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Manus, Potentis, Vatium, Vatium, wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Hast am besten noch. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die Rache ist mein. Die Rache ist mein. Die Pflicht ruft. Wie viel Level hat er schon verloren? Ziemlich viele, wir sollten auf Keldon aufpassen. Ich biete meine Dienste. Sprecht mein Freier schon unterwegs. Okay, jetzt wird Minsk beherrscht, das ist auch nicht so gut. So, wo ist der Vampir hin? Attackiert Düsterschrecken. Ich hab dich da in die Richtung verschwinden sehen. Ich warte, was möchtet ihr? Okay. Wirkungslos. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Die Vampire wollen schon mal wenigstens sterben. Die anderen, die weiblichen, nicht so wirklich. Okay. Okay, da werde ich ein bisschen heilen müssen. Ich hoffe mal, das geht auch so. Werfe ich einmal Schutz vor dem Bösen raus und pack nochmal Genesung rein. Ja, Keldon hat nur noch 41 Lebenspunkte. Wirklich meint? Ja, erzählt mir mehr davon. Oh. Schattenscheusale. Ruft euch zu sich. Ich bin auf das Gute. Keine große Herausforderung. Wie viel Level hat Yoshimo verloren? Eins wahrscheinlich, während Keldon fast alle verloren hat. Die einem im Namen des Ordens. Ich werde dienen. Ich warte. So, höherer Todesalb auch noch. Ach, 8000 Erfahrungspunkte, wenigstens etwas. Für so viel habe ich aber. So. Was immer ihr wünscht. Min, stürz dich in mein Schwert, Böse, solange du noch kannst. Kapellenschlüssel, Schleuderkugeln, Pfeile, okay. Gut, dann versuchen wir jetzt zu rasten.
Hat geklappt. Dann versuchen wir jetzt als erstes Keldorn zu kurieren. Das hat auch geklappt. Keldorn hat wieder seine Stufe 9. Oh, dasselbe mit Yoshimo. Und zweites Mal hat geklappt. Gut. Ich warte, natürlich. Gut, damit haben wir die Seite abgedeckt. Können wir mal gucken, ob die Kiste eine Falle hat. Ja, hat sie. Andere verwandeln, oh. Andere verwandeln klingt nicht schlecht. Haben wir sogar ins Zauberbuch übertragen können. Andere verwandeln ist ein mächtiger Zauber, der die Gestalt eines Wesens permanent verändert. Die geistigen Eigenschaften des Wesens werden von der Verwandlung nicht betroffen und das Wesen erhält nur die körperlichen Attribute und Eigenschaften der gehörigen Gestalt, aber nicht dessen spezielle und magische Fähigkeiten. Diese besondere Version des Zaubers verwandelt das Opfer in ein Eichhörnchen, wenn ihm kein Rettungswurf gegen Versteinerung oder Verwandlung gelingt. Die Verwandlung geschieht augenblicklich und ist permanent. Sie kann durch Magiebann aufgehoben werden. Die Kleiderstücke und die Ausrüstung des Opfers werden zum Teil der neuen Gestalt. Das könnten wir auf jeden Fall reinnehmen, wenn wir noch einen Zauberslot haben. So, jetzt aber erst einmal Quick Save. Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Minsk. Stufe aufsteigen. ETW um 1 reduziert. Zusätzlicher Zauber. Zusätzliche Trefferpunkte einverstanden. Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Minsk, Zauber der zweiten Stufe. Person oder Säugetiere bezaubern. Gift verlangsamen. Rindenhaut. Gesinnung erkennen. Gift verlangsamen. Feuer, Kälte widerstehen. Nackt im Schnee steht und im normales Lagerfeuer. Der Schaden der derartige Hitze. Widersteht ungewöhnlicher Hitze oder Kälte, egal ob magischer oder normaler Natur, wesentlich besser. Darunter fallen beispielsweise glühende heiße Kohle, eine große Menge brennendes Öl, Flammzungen, Schwerter, Feuerstürme, Feuerbälle, Meteoritenschwärme, der Odem eines roten Drachen. Okay, das brauchen wir dringend. Ich denke, Yokata. Schwierigkeitsgrad habe ich hochgestellt, wieder auf Mittel. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, Minsk war wirklich als nächster dran. Das heißt, wer ist als nächster? Wahrscheinlich. Ja, Yahira. Die braucht nicht mehr viel. Yoshimo braucht noch eine Weile. Eri braucht noch eine Weile. Da ist als nächstes Talisa dran. Yay. Wenn es das ist, was ihr wollt. Samia, halt, ich warne euch. Ich habe schon viele eurer Brüder getötet, um dies... Oh, verzeiht bei dem. Ich fürchte, ein weiterer Trupp Orks käme, um mich zu schikanieren. Vielleicht solltet ihr mich mehr fürchten als die Orks. Ihr kennt mich nicht. Man hat mich schon für vieles gehalten, aber nie für einen Ork. Wer seid ihr? Ich wurde ebenfalls von diesen elenden Kreaturen heimgesucht. Wir sind in der gleichen Situation. Es scheint so, ich bin Samia. Sucht ihr auch nach dem Grab? Ich wusste von keiner anderen Expedition. Expedition? Nein, davon weiß ich nichts. Ich bin auf der Suche nach einem Halunken namens Vierkack.
Was könnte man bei einem solchen Ort suchen? Das muss wertvoll sein. Oh ja, deshalb bin ich hier. Ja klar, das Grab. Sind wir mal ehrlich. Ich wurde von einem Fürsten die Rede an Vierkack angesprochen. Er wollte mir anscheinend weismachen, dass ich seine Genehmigung brauche, um hierher zu kommen. Aber ich hatte kaum Ärger. Da waren ein paar Orks, aber sie schienen sich vor dieser Gegend zu fürchten. Sie könnten mit Vierkack verbündet sein. Er ist irgendwo mit dem Opfer einer Entführung. Umso besser für uns. Wonach sucht ihr? Ist das, wonach ihr sucht, wertvoll? Nein. Wir suchen das Opfer einer Entführung. Dann ist es ja gut, dass ich seinen Beistand abgelehnt habe. Dadurch fehlt mir jetzt allerdings jegliche Unterstützung. Wie wäre es mit einer zeitweisen Partnerschaft? Wir könnten uns gegenseitig von Nutzen sein. Ich suche das Grab von König Strom, den Dritten von Tethir. Er verlor sein Leben durch Verrat, ein trauriges Ende für einen Edelmann. Ich hoffe, in seinem Grab Schriften zu finden, die sein Leben beleuchten. Aber ich kann diesen Bereich nicht überqueren. Ich habe den Schlüssel, aber irgendwas verhindert, dass ich hineingehe. Vielleicht wurde die Magie darauf abgestimmt, Leute bestimmter Herkunft fernzuhalten. Wahrscheinlich ein Überbleibsel aus Kriegszeiten. Sie wollten nicht, dass Feinde das Grab schänden. Ihr könnt euch vorstellen, was ich euch fragen werde, nicht wahr? Ihr möchtet, dass ich hineingehe und heraushole, was ich kann. Ich helfe gern. Ihr wollt, dass ich meinen Hals riskiere und ihr hier hinten wartet, ist es das? Ich fürchte, ich kann euch nicht helfen. Ich habe andere Sachen zu tun. Ich helfe gern. Danke, hier ist ein Schlüssel, der die erste Tür öffnet. Drin müsst ihr das Grab finden, doch ich bezweifle, dass es unbewacht ist. Ich kann nichts mehr tragen. Ihr hebt das doch für mich auf, oder? Ja, gegen Sheriff geboren gelegt. Gemäß der Legende wird das Grab von 7 Wächtern behütet. Der letzte bewacht die Grabkammer und ist sogar bei Einsatz stärkster Magie unsichtbar. Wenn die Legenden wahr sind, kann ich mir nicht vorstellen, wie man an solch einem Wesen vorbeikommen wollt. Es könnte hinter dieser Tür Hinweise geben, die in die richtige Richtung weisen. Die Schriften, die ich suche, müssten in dieser Grabkammer sein. Sobald ihr sie habt, kehrt zu mir zurück und ich werde es euch vergelten. Viel Glück, ihr werdet es bestimmt brauchen. Was, 2 Jole? Achso, die wurden... Die Schlüssel wurden gegen die Jole eingetauscht. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Tagebuch aktualisiert. Gavins Kind vor Vierkack retten. Ja, die Rettung von Gavins Kind. Ich bin an diesem seltsamen Ort einem Ork der Vierkack erwähnte begegnet. Offensichtlich bin ich hier schon richtig. Wenn Vierkack sich hier unten aufhält, befindet sich wahrscheinlich auch Gavins Kind hier. Gavins Kind wurde erführt. Hä? Wo ist denn das jetzt, was ich hier gekriegt habe? Reise nach Windspeer, Korkan Buch, Korkan. Ach, da unten. Im Dungeon von Vierkack habe ich eine Frau namens Samia getroffen. Sie scheint eine Art Reliquienjägerin zu sein, die auf der Suche nach Texten über einen toten tetherischen König ist. Ich habe zugestimmt, ihren Schlüssel zu nehmen und die von ihr benötigten Texte der königlichen Grabkammer zu suchen, die nach der Legende von einem geheimnisvollen, unsichtbaren Wesen bewacht wird, dem letzten der 7 Wächter. Sobald ich die Texte habe, soll ich zu Samia zurückkehren. Ja gut, dann lassen wir das da oben erstmal. Mal gucken wir uns hier unten um. Derk, der Ork. Filan, der Ork. Oh, hier sind nur die 2 Orks, oder was? Ja. Bitte habt der Barmeldung. Es tut mir leid. Tötet mich nicht. Hab nur Befehle befolgt. Wollte keine Kinder essen oder alte Leute treten. Hab nur meine Arbeit getan. Miese Ork, ihr werdet das gleiche Schicksal allein wie eure Artgenossen. Verschwindet von hier, widerliche Kreatur, und tut nie wieder jemand etwas zuleide. Na, ja, nehmen wir das mal. Danke, danke. Wir versprechen keine Morde mehr hier. Jedenfalls nicht als Job. Vielleicht als Hobby, das ist okay, denke ich. Nicht wirklich.
Nicht dich töten. Gut, wir schleppen euch in einen anderen Raum und töten euch dann. Oh, nicht bitten und betteln, das macht uns mich ganz krank. Und warum ich übliches Wesen sollte ich euch leben lassen? Ich euch sage Geheimnis, Dinge über Ort, die ihr nicht kennt. Ihr kriegt hier gute Geheimnisse, das sag ich euch.